Das hier ist der Michael Müller, der Geschäftsführer von MBK Müller Baukonstruktionen. Er hat ein Modell aus GIA exportiert und das haben wir per IFC in Allplan eingelesen. Der Michael hat mich darum gebeten, das Gewicht vom Stahl auswerten zu können. Und dafür habe ich einen Report erzeugt, den ihr euch am Ende des Videos auch kostenfrei auf meiner Homepage herunterladen könnt. Über die Objektpalette haben wir erstmal alle Materialien deaktiviert, die nichts mit dem Stahl zu tun hatten. Also zum Beispiel auch Stahlbeton. Dann habe ich den Navigationsmodus deaktiviert und den Report Mengenermittlung gestartet. Und mit einer blauen Box habe ich das ganze Modell markiert. Der Repowered hat automatisch alle Bauteile erfasst. Und ich musste nur noch im Interface die Wichte meines Materials eingeben. Wir haben noch einen kleinen Zuschlag gewählt für nicht vorhandene Kopf- und Fußplatten oder Schrauben und Schweißnahten. Und die konnten wir dann einfach im Endergebnis aufaddieren lassen. Wir hatten dann beschlossen, dass wir das Endergebnis in Tonnen angeben wollten. Also haben wir das im Interface kurz nochmal abgeändert. Und schon wurde uns das Ergebnis in gerundeten Tonnen angegeben. Und wenn ihr auch sehr viel Zeit ersparen möchtet, dann geht doch auf die Seite allplan-einbauteile.de und ladet euch den Report kostenfrei herunter. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Servus, ciao, euer Peter.